Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Fish and Weed. Heute werde ich ein Buch vorlesen, das zu meiner Lieblingsreihe, Fantasy-Reihe überhaupt gehört. Die Fantasy-Reihe hat mittlerweile 30 Bücher und das Buch hier ist doppelt so alt wie ich fast, also 36 Jahre alt. Aus dieser Reihe stammt auch der Name für meinen Warframe-Account, weshalb ich dachte, kann man ja mal vorlesen, why not? Es ist ziemlich geil. Und ich werde heute nicht das ganze Buch vorlesen, klar. Aber ich werde heute das erste Kapitel vorlesen, nächstes Mal das zweite, etc. Wir werden diesmal mal ein ganzes Buch lesen, nicht so wie sonst bisher. Weil ich hoffe einfach, diese Reihe, die 30 Bücher hat und dieses Buch, was 36 Jahre alt ist, da hoffe ich einfach, dass niemand sagt, ey, du Opfer, du darfst das nicht. Hau ab, lösch deine Videos. Wenn doch, dann lösche ich einfach alle Videos. Whatever, wir lesen jetzt vor. Es heißt, ja, warte mal. Es ist von Raymond Feist, oder wie auch immer, ich kann keinen Namen aussprechen. Es ist aus der Midkemia-Saga 1. Die Midkemia-Saga ist in Deutsch 6 Bücher lang, in Englisch 3 Bücher lang. Und sie ist aus der Overall-Saga, die Spaltkrieg-Saga. Aber Spaltkrieg-Saga wird halt nie gesagt im Buch, deshalb habe ich diesen Namen gerade nur aus Wikipedia rausgefunden, weil ich mal wissen wollte, wie viele Bücher es gibt. Und ich habe nämlich nicht alle. Weil manche Bücher gibt es bisher nur in Englisch und es ist auch keine Übersetzung geplant. Und die habe ich dann zum Teil als E-Book gelesen, zum Teil noch gar nicht, was ein bisschen sad ist, weil einige muss ich echt noch lesen. Aber egal. Ich glaube, das letzte, was ich gelesen hatte, also mir fehlen noch 5 Bücher, glaube ich, die ich noch nicht kenne, die letzten 5. Das, was eine gesamte Sage ist, habe ich zu Bock. Egal. Heute werden wir lesen, die Midkemia-Saga 1, der Lehrling des Magiers. So, wir blättern auf. Hier steht jetzt sehr viel. Wir blättern weiter. Dann sehen wir eine Karte, die ich euch nicht zeige. Und dann blättern wir weiter. Und dann sehen wir noch eine Karte, die ich euch nicht zeige. Und dann geht's los. Kapitel 1. Sturm. Der Sturm war losgebrochen. Puck tänzelte am Klippenrand entlang. Seine Füße fanden kaum Halt, als er sich seinen Weg zwischen den Prellen hindurchbahnte. Seine dunklen Augen suchten hier und da in den Tümpeln unter den Klippen nach den stacheligen Wesen, die der Sturm dorthin getrieben hatte. Seine jungen Muskeln zeichneten sich unter dem dünnen Hemd ab, als er den Sack mit den Sandkriechern und Krabben zurechtrückte, die er bereits aus diesem Wassergarten gefischt hatte. Der Meeresschaum glitzerte in der Nachmittagssonne und der Westwind wirbelte sein sonnengebleichtes, braunes Haar herum. Puck stellte seinen Sack ab, vergewisserte sich, dass er fest verschnürt war und hockte sich dann auf einen Sandflecken. Noch war der Sack zwar nicht voll, aber Puck freute sich über eine extra Stunde, in der er sich ausruhen konnte. Mega, der Koch, würde ihm keinen Ärger machen, auch wenn er lange fortblieb, wenn nur der Sack fast voll war. Den Rücken an einem großen Felsbrocken gelehnt, döste Puck schon bald in der Sonne ein. Ein kalter, nasser Sprühregen weckte ihn Stunden später. Erschrocken riss er die Augen auf. Er wusste sofort, dass er viel zu lange geblieben war. Westwärts über dem Meer verkündeten rollende, sich ballende Wolken, unter denen der Regen wie ein dunkler Schleier hing, einen weiteren Sturm. Sie waren im Frühsommer an diesem Teil der Küste sehr häufig. Im Süden ragten die hohen Zinnen von Seglers Graben empor, reckten sich gen Himmel, während die Wellen an den felsigen Gipfel krachten. Hinter den Brechern setzten die Wogen weiße Kappen auf. Dies war ein sicheres Zeichen, dass der Sturm bald zuschlagen würde. Puck wusste, dass er in Gefahr war, denn die Sommerstürme konnten jeden ertränken, der sich am Strand befand. Puck wusste, dass er in Gefahr war. Denn die Sommerstürme konnten jeden ertränken, der sich am Strand befand. Ja, wenn sie heftig genug waren, sogar jemanden auf dem Flachland dahinter. Er packte seinen Sack und lief nordwärts zum Schloss. Als er zwischen den Tümpeln hindurchlief, spürte er, wie der Wind immer kälter und feuchter wurde. Schatten senkten sich auf die Erde, als sich die ersten Wolken vor die Sonne schoben. Und leuchtende Farben wurden zu mattem Grau. Draußen auf der See zuckten die ersten Blitze aus den schwarzen Wolken und das ferne Grollen des Donners übertönte das Brausen des Meeres. Puck lief schneller, als er das erste Stück offenen Strandes erreichte. Der Sturm näherte sich mit größerer Geschwindigkeit, als er es für Möglichkeiten hatte, und trieb dabei die steigende Flut vor sich her. Als er die zweite Reihe der Priele erreichte, erstreckten sich noch knapp 3 Meter trockenen Sands zwischen dem Rand des Wassers und den Klippen. So schnell es ging, eilte Puck über die Felsen. Als er den nächsten Sandstreifen erreichte, verschätzte er sich im Sprung und kam schlecht auf. Er fiel auf den Sand und umklammerte sein Knöchel. Als hätte sie nur darauf gewartet, rollte in diesem Augenblick eine Welle auf ihn zu und bedeckte ihn vorübergehend. Blindlings schlug er um sich und fühlte, wie sein Sack fortgespült wurde.
Verzweifelt grapschte er danach, warf sich vorwärts, aber sein Knöchel gab unter ihm nach. Er ging unter, schluckte Wasser. Spuckend und hustend hob er den Kopf. Er stand gerade wieder, als eine zweite Welle, höher noch als die erste, ihn voll an der Brust traf. Wieder fiel er um, diesmal auf den Rücken. Pack war mit den Spielen in den Wellen aufgewachsen, aber jetzt brachten der Schmerz in seinem Knöchel und der Angriff der Wellen selbst ihn, den geübten Schwimmer, an den Rand der Verzweiflung, ja Panik. Er kämpfte dagegen an und schnappte nach Luft, als die Welle zurückrollte. Halb schwamm, halb kroch er auf die Klippen hinauf. Oben angelangt, stützte er sich gegen den Stein, belastete den verletzten Knöchel so wenig wie möglich und schob sich vorsichtig vorwärts. Mit jeder Welle stieg das Wasser höher. Als er endlich eine Stelle erreichte, von der aus er den Weg nach oben machen konnte, reichte ihm das Nass schon bis zur Taille. Er brauchte seine ganze Kraft, um sich auf den Weg hochzuziehen. Keuchend blieb er einen Moment dort liegen. Dann kroch er den Weg entlang. Auf diesem schlüpfrig steinigen Untergrund wollte er seinen geschundenen Knöchel nicht trauen. Die ersten Tropfen fielen bereits, als er weiterkroch. Er verkratzte sich Knie und Schienbeine auf dem Felsen, bis er endlich den grasigen Gipfel erreichte. Erschöpft fiel Pack vornüber, keuchend von dem anstrengenden Aufstieg. Die vereinzelten Tropfen wurden langsam zu einem leichten, aber ständigen Regen. Als er wieder zu Atem gekommen war, setzte Pack sich auf und untersuchte seinen geschwollenen Knöchel. Er war empfindlich, aber er ließ sich bewegen. Gott sei Dank, er war also nicht gebrochen. Er würde den ganzen Weg heimhinken müssen, aber nachdem er gerade der Gefahr zu ertrinken entgangen war, fühlte er sich jetzt relativ wohl. Pack würde ein durchnässtes, unterkühltes Geschöpf sein, wenn er in der Stadt ankam. Dort würde er sich eine Bleibe suchen müssen, denn die Tore der Burg waren schon für die Nacht geschlossen. Und mit seinem verletzten Knöchel wollte er nicht versuchen, über die Mauer hinter den Ställen zu klettern. Außerdem würde nur Mega mit ihm schimpfen, wenn er warten und sich erst am nächsten Tag in die Burg schleichen würde. Sollte man ihn allerdings erwischen, wenn er die Mauer überkletterte, dann hätten Schwertmeister Fennen oder Pferdemeister Algon bestimmt viel Schlimmeres als nur Worte für ihn auf Lager. Während er sich ausruhte, wurde der Regen immer dichter. Der Himmel verdunkelte sich, als die späte Nachmittagssonne von Sturmwolken verschlungen wurde. Wut auf sich selbst, weil er den Sack mit den Sandkriechern verloren hatte, trat an die Stelle seiner Erleichterung. Sein Missbehagen wurde noch größer, als er über seine Dummheit nachdachte, eingeschlafen zu sein. Wenn er wach geblieben wäre, hätte er den Rückweg ohne Eile antreten können. Er hätte sich dann nicht den Knöchel verkränkt und Zeit genug gehabt, das Flussbett nach den glatten Steinen zu durchforschen, die er als Munition für seine Schleuder so hochschätzte. Jetzt gab es keine Steine für ihn und es würde mindestens eine Woche vergehen, ehe er wieder hierher kommen konnte. Wenn Mega nicht statt sein überhaupt einen anderen Jungen schicken würde, was ziemlich wahrscheinlich war, jetzt, da er mit leeren Händen zurückkehrte. Pack wurde es langsam bewusst, wie ungemütlich es war, im Regen zu sitzen. So beschloss er, weiterzuziehen. Er stand auf und prüfte sein Knöchel. Der wehrte sich gegen solche Behandlung, aber Pack konnte damit gehen. Er hinkte über das Gras zu der Stelle, wo er seine Habe zurückgelassen hatte, und hob seinen Rucksack, seinen Spazierstock und seine Schlinge auf. Er fluchte laut, als er entdeckte, dass sein Rucksack aufgerissen worden war. Sein Brot und der Käse fehlten. Das waren Waschbären gewesen. Möglicherweise auch Zauneidechsen, dachte er. Er schleuderte jetzt den leeren Sack zur Seite und schimpfte auf sein Pech. Dann holte er tief Luft, stützte sich schwer auf seinen Stock und trat den Weg über die flachen Hügel an, die die Klippen von der Straße trennten. Überall standen kleine Baumgrüppchen, aber Pack bedauerte, dass es keinen besseren Schutz in der Nähe gab. Wenn er sich unter einen der Bäume stellte, würde er ebenso nass werden, als wenn er gleich bis in die Stadt weiter wanderte. Der Wind wurde stärker. Schon fühlte Pack ihn eisigkalt an seinem nassen Rücken. Er schauderte und beschleunigte seinen Schritt, so gut er es vermochte. Die kleinen Bäume fingen an, sich im Wind zu neigen, und Pack hatte das Gefühl, eine riesige Hand stieße in den Rücken. Als er die Straße erreichte, wandte er sich gen Norden. Er hörte den verwunschenen Ruf des großen Waldes im Osten. Der Wind pfiff durch die Zweige der uralten Eichen und ließ ihn noch düsterer wirken. Wahrscheinlich war es im Wald jetzt nicht gefährlicher als auf der Straße des Königs. Trotzdem standen dem Jungen die Haare zu Berge, als er an die Geschichten von gesetzlosen und anderen weniger menschlichen Missetätern dachte. Pack huschte über die Straße und fand ein wenig Schutz im Graben, der daneben entlang führte. Der Wind wurde noch stärker, Regen brannte in seinen Augen und Tränen liefen über seine schon nassen Wangen. Ein Windstoß packte ihn und vorübergehend verlor er das Gleichgewicht. Er musste vorsichtig auftreten, um nicht in unerwartet tiefen Pfützen den Halt zu verlieren. Fast eine Stunde lang lief er durch den immer stärker werdenden Wind. Die Straße führte jetzt nach Nordwesten und damit schlug ihm der heulende Wind fast voll ins Gesicht. Pack lehnte sich vor, sein Hemd blähte sich hinter ihm. Er schluckte kräftig, um die in ihm aufsteigende Panik zu unterdrücken. Er wusste, dass er jetzt in Gefahr war, denn der Sturm war weit wütender, als es sonst in dieser Jahreszeit üblich war.
Große, gezackte Blitze schossen durch die dunkle Landschaft. Bäume und Straße wurden in hartes, strahlendes Weiß getaucht. Dröhnende Donnerschläge grummelten über ihm. Jetzt war seine Angst vor dem Sturm ebenso mächtig wie die vor den eingebildeten Räubern und Trollen. Er beschloss, zwischen den Bäumen nahe der Straße entlang zu gehen. Dort würde der Wind ein wenig durch die Eichen abgehalten werden. Als Puck sich dem Wald näherte, ließ ihn ein krachendes Geräusch auf der Stelle stehen bleiben. Im Dämmerlicht des Sturmes konnte er nur schwach die Gestalt eines schwarzen Waldebers erkennen, der aus dem Unterholz hervorbrach. Das Schwein taumelte aus dem Gebüsch, stolperte und raffte sich nur wenige Meter entfernt wieder auf. Puck konnte es ganz deutlich sehen, als es dastand und ihn anstarrte, wobei es den Kopf von einer Seite zur anderen schwenkte. Zwei große Stoßzähne schienen im schwachen Licht zu glühen. Regenwasser tropfte herab, die Augen waren vor Angst weit aufgerissen. Das Tier stampfte mit den Füßen. Wildschweine waren immer schlechter Laune, aber gewöhnlich mieden sie Menschen. Dieses hier war jedoch durch den Sturm in Panik geraten, und Puck wusste, dass er schwer verletzt, ja getötet werden konnte, wenn es ihn angriff. Puck stand stocksteif da und war bereit, sich mit dem Stock zu wehren, aber er hoffte, dass das Schwein in den Wald zurückkehren würde. Der Eber hob den Kopf und prüfte den Geruch des Jungen im Wind. Seine rosigen Augen schienen zu glühen, während es unentschlossen zitterte. Ein Geräusch ließ es zu den Bäumen herumfahren. Dann senkte es den Kopf und griff an. Puck schwang seinen Stock. Er traf den Kopf des Schweines an der Seite, dann ging er zu Boden, als das Schwein an seiner Brust prallte. Aber mit der Schulter, nicht mit den Stoßzähnen. Ein Gewicht senkte sich auf seinen Körper. Puck bedeckte sein Gesicht mit den Händen, presste dabei die Arme dicht an die Brust und wartete, aufgespießt zu werden. Nach einem kurzen Augenblick bemerkte er, dass sich das Schwein nicht mehr rührte. Er entfernte die Hände von seinem Gesicht und stellte fest, dass das Schwein über seinen Beinen lag. Ein schwarz gefiederter Pfeil ragte auf seiner Seite. Puck schaute zum Wald hinüber. Ein Mann in braunes Leder gekleidet stand am Waldrand und umwickelte hastig seinen Langbogen mit einem öligen Tuch. Nachdem die kostbare Waffe vor dem Regen geschützt war, kam der Mann zu dem Jungen und dem Tier hinüber. Er trug einen Umhang mit Kapuze. Sein Gesicht war nicht zu sehen, als er sich neben Puck kniete. »Alles in Ordnung, Junge?« rief er über den Lärm des Windes hinweg. Dann hob er den toten Eber von Pucks Beinen. »Irgendwelche Knochen gebrochen?« »Ich glaube nicht«, brüllte Puck zurück und untersuchte sich selbst. Seine rechte Seite schmerzte und auch seine Beine schienen zerschunden. Mit seinem noch immer schmerzenden Knöchel war das Maß für heute seiner Meinung nach übervoll. Aber nichts schien gebrochen oder auf Dauer beschädigt zu sein. Große, fleischige Hände stellten ihn wieder auf die Beine. »Hier«, kommandierte der Mann, reichte ihm seinen Stock und Bogen. Puck nahm sie, während der Fremde mit einem großen Jagdmesser geschickt den Eber zerlegte. Er vollendete seine Arbeit und wandte sich dann Puck zu. »Komm mit, Junge. Du bleibst am besten bei meinem Herrn und mir. Es ist nicht weit, aber lass uns lieber eilen. Dieser Sturm wird noch schlimmer, ehe er vorbei ist. Kannst du laufen?« Puck machte einen unsicheren Schritt und nickte. Ohne ein weiteres Wort schulterte der Mann das Schwein und nahm seinen Bogen. »Komm«, wiederholte er und wandte sich dem Wald zu. Mit forschen Schritten holte er aus und Puck hatte Mühe, mitzukommen. Der Wald hielt den Sturm nur in geringem Maße ab, so dass eine Unterhaltung unmöglich war. Ein kurzer Blitz erhellte die Szene für einen Augenblick und Puck konnte einen Blick auf das Gesicht des Mannes werfen. Er versuchte sich zu erinnern, ob er den Fremden schon früher einmal gesehen hatte. Er sah wie alle Jäger und Waldbewohner aus, die in den Wäldern von Crudé hausten. Breitschultrig, groß und fest gebaut. Er hatte dunkles Haar mit einem dunklen Bart und das raue, wettergegerbte Gesicht eines Mannes, der die meiste Zeit seines Lebens im Freien verbringt. Ein paar schreckliche Augenblicke lang fragte sich der Junge, ob er einer Bande Gesetzlose angehören mochte, die sich tief im Wald versteckt hielten. Doch dann verwarf er diesen Gedanken wieder, denn kein Gesetzloser würde sich mit einem offensichtlich armen Knaben aus der Burg abgeben. Dann fiel ihm ein, dass der Mann seinen Herrn erwähnt hatte. Puck vermutete daher, dass es sich um einen Freisassen handelte, einen, der mit einem Landbesitzer auf dessen Grund lebte. Er würde für ihn arbeiten, würde ihm aber nicht wie ein Leibeigener gehören. Die Freisassen wurden frei geboren und gaben einen Teil ihrer Ernte oder Herde als Austausch für die Benutzung des Landes ab. Er musste ein freier Mann sein. Kein Leibeigener durfte einen Langbogen besitzen. Aber Puck konnte sich nicht erinnern, dass es im Wald Landbesitz gab. Es war ein Rätsel für den Knaben, aber die Verletzungen des Tages vertrieben bald all seine Neugier. Nach einer kleinen Ewigkeit trat der Mann in ein Dickicht von Bäumen. Puck hätte ihn in der Dunkelheit fast verloren, denn die Sonne war schon vor geraumer Zeit untergegangen. Jetzt fehlte auch noch das wenige Licht, das trotz des Sturmes noch da gewesen war. Er folgte dem Mann mehr nach dem Geräusch seiner Schritte und nach dem Tastsinn als mit den Augen. Puck hatte das Gefühl, sich auf einen Weg durch die Bäume zu befinden, denn seine Füße spürten keinen Widerstand von Büschen.
Von der Stelle aus, wo sie sich noch vor wenigen Augenblick befunden hatten, war der Weg schon bei Tag schwierig zu finden. Aber in der Nacht würde es unmöglich sein, wenn man ihn nicht bereits kannte. Bald darauf betraten sie eine Lichtung, in deren Mitte ein kleines, steinernes Häuschen stand. Licht fiel aus einem einsamen Fenster und Rauch stieg aus dem Kamin auf. Sie überquerten die Lichtung, wobei Puck sich darüber wunderte, wie relativ mild der Sturm auf diesem Fleckchen Wald war. Als sie die Tür erreichten, trat der Mann beiseite. »Geh du nur immer hinein, Junge, ich muss das Schwein häuten.« Puck nickte benommen, stieß die Tür auf und trat ein. »Mach die Tür zu, Junge, sonst erkälte ich mich und du bist schuld an meinem Tod.« Puck gehorchte ganz schnell. Dann drehte er sich um die Szene genau betrachten zu können. Das Häuschen bestand im Innern aus einem einzelnen kleinen Raum. An einer Wand befand sich die Feuerstelle mit einem großen Herd davor. Ein leuchtendes, fröhliches Feuer prasselte und sandte ein warmes Glühen aus. Neben der Feuerstelle stand ein Tisch, hinter dem eine schwere, in gelb gekleidete Gestalt ruhte. Das graue Haar und der Bart bedeckten fast das gesamte Gesicht, mit Ausnahme der blauen, lebhaften Augen, die im Feuerschein funkelten. Eine lange Pfeife ragte aus dem Bart hervor und enorme Wolken aus hellem Rauch stiegen aus ihr auf. Puck kannte den Mann. »Meister Kulgan«, setzte er an, denn der Mann war der Magier und Ratgeber des Herzogs, eine vertraute Gestalt in der Umgebung der Burg. Kulgan schenkte Puck einen Blick, er mit seiner tiefen, rollenden, mächtigen Stimme sprach. »Also kennst du mich?« »Ja, mein Herr, aus der Burg.« »Wie lautet dein Name, Knabe?« »Puck, Meister Kulgan.« »Jetzt erinnere ich mich.« Der Magier wedelte mit einer Hand. »Aber nenne mich nicht Meister, Puck, obwohl ich zu Recht als ein Meister meiner Kunst bezeichnet werde.« Fröhliche Fältchen zeigten sich um seine Augen. »Ich bin zwar von höherer Geburt als du, aber nicht um vieles. Sieh, dort am Feuer hängt eine Decke und du bist durchnässt. Häng deine Kleider zum Trocknen auf und dann setz dich her.« Er deutete auf eine Bank, die sich ihm gegenüber befand. Puck tat, wie ihm geheißen worden, behielt aber den Magier die ganze Zeit über im Auge. Er war zwar Mitglied des herzoglichen Hofes, aber immer noch ein Magier und damit Gegenstand seines Misstrauens. Gewöhnlich wurde er vom einfachen Volk nicht sehr geschätzt. Es lag noch gar nicht so lange zurück, da hätte man Kulgan mit Steinen aus Grudé vertrieben. Seine Stellung bei Hofe ließ ihn jetzt von den Bürgern geduldet sein, aber alte Ängste vergingen nur langsam. Nachdem Puck seine Kleider aufgehängt hatte, setzte er sich. Er fuhr zusammen, als er ein paar rote Augen entdeckte, die ihn unter dem Tisch hervor anstarrten. Ein schuppiger Kopf erhob sich dann über die Tischplatte und musterte den Jungen. Kulgan lachte. »Keine Angst, Knabe. Phantus frisst dich nicht.« Er legte die Hand auf den Kopf der Kreatur, die neben ihm auf der Bank hockte, und rieb über deren Brauenknochen. Ich weiß echt nicht, was Brauenknochen... Meine Braut haben keine Knochen, oder? Also ich meine, heißt das das... Egal. Egal. Das Wesen schloss die Augen und gab ein leises, sanft brunnendes Geräusch von sich, ähnlich dem Schnurren einer Katze. Puck schloss den Mund, der ihm vor Überraschung offen geblieben war. Dann fragte er, »Ist das wirklich ein Lindwurm, mein Herr?« Der Magier lachte. »Manchmal denkt er es, Knabe. Phantus ist ein Feuerdrache und mit dem Lindwurm verwandt, aber kleiner von Statur.« Die Kreatur öffnete ein Auge und richtete auf den Magier. »Aber mit ebenbürtigen Herzen«, fügte Kulgan hastig hinzu und der Drache schloss sein Auge wieder. Kulgan sprach leise mit Verschwörer wieder. »Er ist sehr schlau. Pass also auf, was du zu ihm sagst.« Puck nickte als Zeichen, dass er das tun würde. »Kann er denn Feuer atmen?« fragte er mit vor Staunen weit aufgerissenen Augen. Für jeden 13-jährigen Jungen war selbst ein Verwandter eines Lindwurms schon Grund genug zu scheuer Ehrfurcht. »Wenn er in der Stimmung ist, dann kann er schon ein oder zwei Flammen speien. Aber er scheint nur selten in der Stimmung zu sein. Ich glaube, das ist auf das gute Futter zurückzuführen, das er von mir bekommt. Seit Jahren musste er nicht mehr jagen. Deshalb ist er jetzt wohl ein bisschen aus der Übung, was die Künste der Lindwürmer angeht. Ehrlich gesagt, ich verwöhne ihn schrecklich.« Diese Bemerkung beruhigte Puck ein wenig. Wenn der Magier diese Kreatur so sehr mochte, so fremdartig sie auch war, dass er sie verwöhnte, dann wirkte er dadurch menschlicher und weniger mysteriös. Puck musterte Phantus. Er bewunderte die Art, in der das Feuer goldene Lichter auf seine smaragdgrünen Schuppen zauberte. Der Drache war etwa so groß wie ein Hund, aber mit einem langen, sehnigen Nacken, an dessen Ende ein alligatorähnlicher Kopf saß. Er hatte seine Schwingen über den Rücken gefaltet und zwei Klauen traten ziellos die Luft, als Kulgan ihm am Kopf kratzte. Der lange Schweif wedelte dabei nur Zentimeter über dem Boden. Die Tür öffnete sich und der große Bogenschütze trat ein, das aufgespießte Schwein vor sich haltend. Ohne ein Wort ging er zur Feuerstelle hinüber und schickte sich an, den Eber zu braten. Phantus hob den Kopf. Sein langer Hals half ihm, über den Tisch zu schauen. Die gespaltene Zunge zuckte und schon sprang der Drache zu Boden und watschelte zum Herd hinüber. Er suchte sich ein warmes Plätzchen vor dem Feuer und rollte sich dort zusammen, um die Wartezeit bis zum Essen zu dösen.
Der Freisasse öffnete seinen Umhang und hängte ihn über einen Haken neben der Tür. Der Sturm wird vor Morgengrauen vorüber sein, denke ich. Er kehrte zum Feuer zurück und bereitete eine Tunke aus Wein und Kräutern zu, mit der er das Schwein dann übergoss. Puck bemerkte überrascht eine große Narbe, die über die linke Gesichtshälfte des Mannes lief. Rot und wütend leuchtete sie im Schein der Flammen. Kulgan deutete mit seiner Pfeife auf den Freisassen. »Wie ich meinen verschwiegenen Mann hier kenne, hast du noch nicht richtig seine Bekanntschaft gemacht. Misham, dieser Knabe hier ist Puck aus der Burg von Schloss Crudet.« Misham nickte kurz und machte sich dann wieder an die Arbeit, das Schwein zu rösten. Puck nickte zurück, aber es war ein bisschen zu spät, sodass Misham es nicht mehr sehen konnte. »Ich habe mich noch gar nicht bei euch dafür bedankt, dass ihr mich vor dem Eber gerettet habt.« »Dafür brauchst du dich nicht zu bedanken, mein Junge. Hätte ich das Tier nicht verschreckt, hätte es dich wohl auch nicht angegriffen.« Er verließ das Schwein und ging zu einer anderen Ecke des Raumes hinüber, nahm braunen Teig aus einem mit einem Tuch bedeckten Eimer und fing an, ihn zu kneten. »Wissen Sie, Herr«, wandte sich Puck an Kulgan, »sein Pfeil hat das Schwein getötet. Es war wirklich ein Glück, dass er dem Tier gefolgt ist.« Kulgan lachte. »Die arme Kreatur, die unser willkommener Gast beim Abendessen ist, ist genauso ein Opfer der Umstände geworden wie du selbst.« Puck schien verblüfft. »Ich kann euch nicht folgen, Herr.« Kulgan stand auf und nahm einen Gegenstand vom obersten Brett seines Bücherregals und stellte ihn vor dem Jungen auf den Tisch. Er war in dunkelblauen Samt gehüllt. Puck wusste sofort, dass es sich um etwas sehr Wertvolles handeln musste, wenn es so kostbar verpackt worden war. Kulgan entfernte den Samt und hielt dann eine Kristallkugel in der Hand, die im Feuerschein leuchtete. Puck machte entzückt »Ah!«, denn sie schien ohne Makel und war einfach prachtvoll in ihrer schlichten Form. Kulgan deutete auf das Glas. »Diese Gabe wurde von alter Fein aus Karis entwickelt. Er ist ein mächtiger Zauberkünstler, der mich eines solchen Gedankens für würdig hält, wohl weil ich ihm in der Vergangenheit ein-, zweimal einen Gefallen getan habe. Am heutigen Tage erst kehrte ich aus der Gesellschaft des Meisters heim und erprobte seine Gabe.« »Blicke tief in die Kugel hinein, Puck.« Puck heftete seine Augen auf das Kristall und versuchte, dem Flackern der Flammen zu folgen, die tief im Innern der Struktur zu zucken schien. Die Spiegelbilder des Raumes verschmolzen miteinander und tanzten, als seine Augen sich bemühten, jeden einzelnen Aspekt innerhalb der Kugel festzuhalten. Sie verflossen und vermischten sich miteinander, wurden dann plötzlich dunkel und undeutlich. Ein sanftes, weißes Schimmern in der Mitte der Kugel trat an die Stelle des roten Feuerscheins, und Puck fühlte, wie sein Blick von der freundlichen Wärme gefangen genommen wurde. »Es war die Wärme in der Küche der Burg«, schoss es ihm dann durch den Kopf. Plötzlich verschwand das milchige Weiß in der Kugel, und Puck konnte vor seinen Augen ein Bild der Küche sehen. Der fette Koch Alfan machte Pasteten und leckte sich die süßen Krümel von den Fingern. Dies erregte den Zorn Megas, des obersten Kochs, denn er hielt es für eine abscheuliche Angewohnheit. Puck lachte über die Zähne und sie vergingen. Plötzlich war er sehr müde. Kulgan hüllte die Kugel in den Stoff und legte sie wieder fort. »Du hast dich sehr gut angestellt, Knabe«, meinte er nachdenklich. Einen Augenblick lang betrachtete er den Jungen, als dächte er über etwas nach. Dann setzte er sich. »Ich hätte nicht gedacht, dass du in der Lage sein würdest, gleich beim ersten Versuch ein so klares Bild zu schaffen. Aber in dir scheint mehr zu stecken, als es den Anschein hat. Mein Herr?« »Schon gut, Puck.« Er machte eine kurze Pause, ehe er fortfuhr. »Ich habe dieses Spielzeug zum ersten Mal benutzt. Ich wollte herausfinden, wie weit ich meine Blicke senden kann, als ich dich auf dem Weg zur Straße entdeckte. Aus deinem Hinken und deiner mitgenommenen Erscheinung schloss ich, dass du die Stadt niemals erreichen würdest. So schickte ich Meshim aus, um dich zu holen.« Puck schien verlegen zu sein durch die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde. Röte stieg ihm in die Wangen. Mit der hohen Selbstanschätzung eines 13-jährigen Jungen erklärte er, »Das wäre nicht nötig gewesen, mein Herr. Ich hätte die Stadt bei Zeiten erreicht.« Kulgan lächelte. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Sturm ist außergewöhnlich heftig für diese Jahreszeit und sehr gefährlich für Reisende.« Puck lauschte dem sanften Klopfen der Regentropfen auf dem Dach der Hütte. Der Sturm schien nachgelassen zu haben, und Puck bezweifelte die Worte des Zauberers. Als hätte dieser seine Gedanken gelesen, meinte Kulgan, »Zweifle nicht an meinen Worten, Puck. Diese Schneise wird nicht nur durch die hohen Baumstämme geschützt. Solltest du hinter den Rangen aus Eichen vordringen, der die Grenze meines Besitzes kennzeichnet, dann würdest du den Sturm in seiner vollen Wucht zu spüren bekommen.« »Misham, was meinst du zu diesem Wind?« Misham legte den Brotteig nieder, den er knetete, und dachte einen Moment lang nach. »Fast so schlimm wie der Sturm, bei dem vor 3 Jahren 6 Schiffe aufgelaufen sind.« Er machte eine kurze Pause, als müsse er seine Schätzung noch einmal überdenken. Dann nickte er bestätigend. »Ja, fast so schlimm, aber er wird nicht so lange andauern.« Puck dachte an den Sturm vor 3 Jahren zurück, bei dem eine Handelsflotte auf die Felsen von Seglas Gram getrieben worden war.
Als er seinen Höhepunkt erreicht hatte, waren die Wachen auf den Burgmauern gezwungen gewesen, in ihren Türmen zu bleiben. Andernfalls wären sie herabgeblasen worden. Wenn dieser Sturm jetzt ebenso heftig war, dann war Kolgans Zauber mächtig. Denn außerhalb seiner Hütte hörte es sich nicht schlimmer an als ein Frühlingsregen. Kolgan lehnte sich auf seiner Bank zurück. Er war damit beschäftigt, seine Pfeife wieder in Brand zu setzen. Als er eine große, weiße Rauchwolke ausstieß, wurde Pucks Aufmerksamkeit von einem Bücherregal gefesselt, das sich hinter dem Magier befand. Seine Lippen bewegten sich geräuschlos, während er versuchte zu lesen, was auf den Buchrücken stand. Aber es gelang ihm nicht. Kolgan zog eine Brau hoch. »So, du kannst lesen, was?« Puck zuckte zusammen. Er fürchtete, den Magier beleidigt zu haben, indem er versuchte, in sein Reich vorzudringen. Kolgan, der seine Verlegenheit spürte, beruhigte ihn. »Schon gut, Knabe. Es ist kein Verbrechen, die Buchstaben zu kennen.« Puck fühlte, wie sein ungutes Gefühl wich. »Ich kann ein bisschen lesen, mein Herr. Mega, der Koch hat mir gezeigt, wie man die Aufschriften auf den Kisten liest, die im Keller gelagert werden. Ich kenne auch ein paar Zahlen.« »So, so, auch ein paar Zahlen«, wiederholte der Magier gutmütig. »Na, du bist mir ja ein seltener Vogel.« »Das Buch da, mein Herr, was ist das?« Puck deutete auf ein kostbares, dunkelbraunes, ledergebundenes Werk. »So etwas habe ich noch nie gesehen.« Einen Augenblick betrachtete Kolgan Puck mit einem Blick, der in diesem gleich wieder ein ungutes Gefühl hervorrief. Doch dann lächelte er. »Das ist die Geschichte dieses Landes, Knabe. Es ist die Gabe des Abtes eines Ishaperianer-Klosters.« »Klar.« »Scheiß mal.« »Es ist die Gabe des Abtes eines Ishaperianer-Klosters. Es handelt sich um die Übersetzung eines Textes aus Kesh, der mehr als 100 Jahre alt ist.« Puck nickte. »Was besagt sie?« Wieder blickte Kolgan so auf Puck, als versuche er, etwas in dem Jungen zu sehen. Dann sagte er, »Vor sehr langer Zeit, Puck, gehörten all diese Lande vom endlosen Meer über die grauen Turmberge bis hin zum bitteren Meer zum Kaiserreich Groß Kesh. Ganz weit im Osten gab es ein kleines Königreich. Dies lag auf einer kleinen Insel namens Rillanon. Es wuchs und verschlang die benachbarten Inselreiche, und schließlich wurde es zum Königreich der Inseln. Später dehnte es sich noch weiter aus, und jetzt nennen wir es einfach nur noch das Königreich. Wir, die wir in Krydee leben, sind Teil dieses Königreichs. Aber wir sind so weit entfernt von seiner Hauptstadt, wie es nur möglich ist, wenn man noch innerhalb seiner Grenzen sein will. Es begab sich nun einmal vor vielen, vielen Jahren, dass das Kaiserreich Groß Kesh diese Lande vernachlässigte, denn es befand sich in einem langen, blutigen Konflikt mit seinen Nachbarn im Süden, der konföderierten Keshs. Puck war in der Größe verlorener Kaiserreich vertieft, aber dennoch so hungrig, dass es ihm nicht entging, dass Mishim ein paar kleine dunkle Brote in den Ofen schob. Er wandte sich wieder dem Magier zu. »Was waren die »Die konföderierten Keshs«, sagte Kolgan für den Jungen. »Nun, das ist eine Gruppe kleiner Nationen, die jahrhundertelang Tribut an Groß Kesh zahlen mussten. Ein Dutzend Jahre, ehe dieses Buch geschrieben wurde, vereinigten sie sich dann gegen ihren Unterdrücker. Jede Nation für sich allein war nicht in der Lage, mit Groß Kesh zu streiten, aber vereint zeigten sie sich ihm gewachsen. Doch sie waren einander ebenbürtig, und der Krieg zog sich über Jahre und Jahre hin. Das Kaiserreich war gezwungen, die Legionen aus den nördlichen Provinzen abzuziehen und gen Süden zu schicken. So blieb der Norden offen für die Vorstöße des neuen, jüngeren Königreichs. Es war Herzog Boriks Großvater, der jüngste Sohn des Königs, der die Armee nach Westen führte und so das westliche Reich vergrößerte. Seit damals wird alles, was einst zu der alten kaiserlichen Provinz Busania gehörte, mit Ausnahme der freien Städte von Natal, als Herzogtum Krydee bezeichnet.« Puck überlegte einen Augenblick, ehe er sagte, »Ich glaube, ich würde eines Tages gern mal in dieses Groß-Kesh reisen.« Mishim schnaubte, einem Lachen nicht unähnlich. »Und als was würdest du gern reisen? Als Freibeuter?« Puck fühlte, wie sein Gesicht rot anlief. Freibeuter waren landlose Männer, die gegen Bezahlung kämpften. Man achtete sie kaum höher als Gesetzlose. Kolgan meinte, »Vielleicht wirst du das eines Tages tun, Puck. Der Weg ist lang und voller Gefahren, aber man hat schon davon gehört, dass eine tapfere Seele die Reise überlebt hat.« Das Gespräch am Tisch wandte sich allgemeineren Themen zu, denn der Magier war länger als einen Monat in der südlichen Burg von Karse gewesen und wünschte, jetzt das Neueste aus Krydee zu erfahren. Als das Brot fertig gebacken war, tischte Mishim es noch heiß auf, zerlegte dann das Schwein und stellte Teller mit Käse und Gemüse vor sie hin. Noch nie in seinem ganzen Leben hatte Puck so gut gegessen. Selbst als er in der Küche gearbeitet hatte, stand ihm als Burgjung nur ein mageres Mahl zu. Zweimal während des Essens ertappte Puck den Magier dabei, dass er ihn aufmerksam musterte.
Als das Essen beendet war, räumte Meshim den Tisch ab, während Kulgan und Pak sich weiter unterhielten. Ein einziges Stück Fleisch blieb auf dem Tisch liegen. Kulgan warf es zu Phantus hinüber, der vor dem Feuer lag. Der Drache öffnete ein Auge, um den Bissen zu besehen. Einen Moment grübelte er. Er hatte die Wahl zwischen seinem gemütlichen Plätzchen und dem saftigen Fleisch. Dann bewegte er sich die notwendigen 10 cm weiter, schlang die Belohnung in sich hinein und schloss dann wieder sein Auge. Kulgan entzündete seine Pfeife und sagte, »Welches sind deine Pläne, wenn du das Mannesalter erreichst, Knabe?« Pak kämpfte mit dem Schlaf, aber Kulgans Frage ließ ihn wieder völlig wach werden. Die Zeit der Auswahl, bei der die Knaben aus der Stadt und der Burg als Lehrling ausgesucht wurden, war nahe, und Pak war ganz aufgeregt, als er erwiderte, »Am Mittsommertag hoffe ich, unter Schwertmeister Fennen in die Dienste des Herzogs treten zu dürfen.« Kulgan betrachtete seinen zierlichen Gast. »Ich hätte gedacht, du hast noch 1-2 Jahre Zeit bis zur Lehrzeit, Pak.« Pak errötete. Er war der kleinste Junge seines Alters im Schloss. »Mega, der Koch meint, ich würde später groß werden«, erklärte er mit einem leicht trotzigen Unterton. »Niemand weiß, wer meine Eltern waren, also habe ich keine Ahnung, was ich zu erwarten habe.« »Aha, eine Weise, ja«, sagte Meshim, zog eine Braue in die Höhe, seine bislang ausdruckvollste Geste. Pak nickte. »Eine Frau, die behauptete, mich auf der Straße gefunden zu haben, gab mich bei den Priestern von Dallas in der Bergabtei ab. Sie brachten mich in die Burg, weil sie nicht für mich sorgen konnten.« »Ja«, warf Kulgan ein, »ich erinnere mich noch, wie diejenigen, die dem Schutz der Schwachen dienen, dich ins Schloss brachten. Du warst noch ein Säugling. Nur der Freundlichkeit des Herzogs ist es zu verdanken, dass du heute ein freier Mann bist. Er hielt es für weniger verderblich, den Sohn eines Leibeigenen zu befreien, als den Sohn eines freien Mannes zu binden. Ohne Beweis hätte er das Recht gehabt, dich als Leibeigenen zu deklarieren, wenn er es gewollt hätte.« »Ein guter Mann, der Herzog«, bemerkte Meshim. Pak hatte die Geschichte seiner Herkunft schon hunderte von Malen von Magia in der Küche des Schlosses vernommen. Er war völlig erschöpft und konnte kaum mehr die Augen offen halten. Kulgan bemerkte es und machte Meshim ein Zeichen. Der große Freisasse griff ein paar Decken von einem Bord und bereitete ihm eine Schlafstätte. Als er damit fertig war, war Pak bereits mit dem Kopf auf den Tisch eingeschlafen. Die Hände des riesigen Mannes hoben ihn sanft vom Hocker und legten ihn auf die Decken. Dann deckte er ihn zu. Phantus öffnete die Augen und betrachtete den schlafenden Jungen. Er gähnte herzhaft, krabbelte zu Pak hinüber und kuschelte sich an ihn. Pak verlagerte im Schlaf sein Gewicht ein wenig und legte seinen Arm über den Nacken des Drachen. Dieser brummte ganz tief hinten in der Kehle zustimmend und dann schloss er wieder die Augen. Das war Kapitel 1 aus dem Buch Der Lehrling des Magiers von Raymond Feist, die Mythenia Saga 1. Nächstes Mal geht es weiter mit dem wunderbaren Kapitel Lehrling. Wir werden also sehen, welche Lehrlingsstelle Pak bekommen wird. Und ja, fertig. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, einen wunderschönen Tag noch.